heute mal wieder Netzwerkecke und zwar mit etwas, was die meisten von euch wahrscheinlich nicht haben, was aber durchaus Sinn machen kann, insbesondere wenn man viel mit Geräten rumhantiert, denen man nicht so ganz vertraut. Und zwar ist das 802.1x oder was den meisten wahrscheinlich eher was sagt, Radius. Das ist ein Standard im Netzwerk, womit man Geräte am Netzwerk sich anmelden lassen kann. Ich denke, die meisten von euch, die kennen bereits WPA2PSK, das klassische WLAN-Passwort. Da habt ihr ja ein WLAN, ein Passwort, damit könnt ihr euch einloggen. Hier geht es noch einen Schritt weiter und zwar gibt es nicht nur ein Passwort, sondern ein Benutzername und ein Passwort. Und vor allen Dingen, ihr könnt mehrere für ein Netz anlegen. Das heißt also, ihr könnt mehreren Personen oder mehreren Geräten jeweils ein Benutzername und Kennwort vergeben. Was den schönen Vorteil hat, es gibt nicht mehr nur das eine Passwort, sondern ihr könnt separate vergeben und die natürlich dann auch separat sperren. Ist zum Beispiel interessant, wenn ihr, sagen wir mal, irgendwie eine Firma habt, kleines Büro. Ist jetzt doof, wenn ein Mitarbeiter die Firma verlässt und alle Leute müssen ihre WLAN-Passwörter ändern, weil sonst käme der ja eventuell von der Straße noch rein. Genauso kann es in Unternehmen ein Sicherheitsgewinn sein, wenn man es auf Netzwerkebene macht. Gehen wir mal das klassische Beispiel. Ihr habt irgendwie eine Anmeldung, einen Warteraum. Ja super, da ist eventuell eine Netzwerkdose, die ist mit etwas Unglück gepatcht. Und wenn sich da einer reinsteckt, dann sitzt er in eurem Netzwerk. Kann man hiermit verhindern? Dann müsst ihr sich nämlich auch erstmal mit Benutzernamen und Kennwort anmelden, bevor dieser eine Netzwerkport aktiv wird. In meinem Fall geht es mir hauptsächlich darum, Geräten das Ganze zuzuweisen, sodass nicht jedes IoT-Gerät hier direkt mein Passwort, sage ich mal, fürs WLAN kennt, sondern dass ich IoT-Geräte da separat auch rauswerfen kann, wenn sich da irgendwie seltsame Dinge zeigen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Grundding an. Und das ist bei den meisten dann eher FreeRadius. Das ist eine Software unter Linux, die dieses Radius-Protokoll, das ist so ein Anmeldeserver, bereitstellt. Ich mache es hier unter Gentoo, klappt aber natürlich genauso unter den meisten anderen Betriebssystemen. Einfach dann entsprechend mit apt-get, pacman oder was auch immer ihr habt installieren. Und gerade ein bisschen zu dem, was ich hier mache. Ich werde hier diesen FreeRadius-Server auf meinem Home-Server benutzen. Geht natürlich auch irgendwie Raspberry Pi oder so, wenn ihr nicht ganz so viel Ausstattung daheim habt. Fürs WLAN werde ich da ein UniFi-System anbinden und für Netzwerk, also LAN-Ports, einen HP ProCurve-Switch. Was ich nicht machen werde, das ist noch Anbindung an externes Zeug. Wenn ihr beispielsweise Windows-Gedönses da habt mit einem Active Directory, dann könnte man auch dann sagen, hier da hinten Active Directory, da bitte die Benutzer her. Ich werde hier eine separate Benutzerdatenbank pflegen. Das ist für mich dann ein bisschen einfacher. Und an der Stelle noch einen kleinen Tipp für die Leute, die unter Debian arbeiten oder Ubuntu. Installiert nicht nur FreeRadius, sondern auch FreeRadius Utils heißt, glaube ich. Das sind diese ganzen kleinen Tools. Die sind ganz praktisch. Damit kann man kleinere Tests fahren und das ist, hilft doch sehr, wenn man da Dinge debuggen möchte. Unter Debian solltet ihr jetzt erstmal hingehen und mit systemctl stop FreeRadius den Dienst stoppen, sodass wir in Ruhe arbeiten können. Wir machen das nämlich jetzt hier erstmal auf der Befehlskonsole. Und zwar gehen wir erstmal in das Konfigurationsverzeichnis von FreeRadius. Das ist bei mir etc/rad/db. Bei euch kann das eventuell anders aussehen. Bei Debian zum Beispiel /etc/freeradius und ich glaube 3.0. Da müsstet ihr dann aber ungefähr dasselbe drin haben. Und womit ich anfange, das ist die Datei Users oder eher gesagt die Symlink-Users. Da finden wir ein paar Sachen drin und zwar, wenn wir ein bisschen runtergehen, irgendwo ist hier unser Steve drin. Das ist nämlich der, den wir jetzt brauchen. Einfach mal diese eine Zeile uns holen und das definiert einen Benutzer mit dem Namen Steve und dem Passwort Testing. Der ganze Rest, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Damit könnten wir jetzt festlegen, was der alles darf, was nicht. Aber da ich das hier halt nur für diesen einen Zweck benutze, reicht's, wenn wir das erstmal hier so machen. Außerdem, wir richten es ja gerade erst ein. Wo wir auch mal einen Blick reinwerfen können, das ist die Datei clients.conf. Da sollte theoretisch schon einer eingetragen sein. Und hier sehen wir auch diesen Block Client Localhost mit der IP-Adresse 127.0.0.1. Der darf hier zugreifen mit jedem Protokoll. Und Secret ist Testing 123. Das ist auch wieder ein Passwort. Das ist jetzt nicht das Benutzerpasswort, sondern das ist das Passwort, was zum Beispiel unser Switch oder unser WLAN-System
benötigt, um mit dem Radioserver hier zu kommunizieren. Das ist also sozusagen das Gerätepasswort. Das können wir einfach alles so lassen. Was wir jetzt machen, ist Free Radios starten. Das ist bei mir Radius D. Ich glaube, unter Debian müsste es Free Radios heißen und minus großes X für den Debug-Modus. Und da haben wir direkt schon mal einen Bug. Bei mir startet es nicht, weil er irgendwas nicht öffnen kann. Der Fehler sollte bei euch nicht auftreten, relativ spezifisch für Gentoo. Hintergrund, einer der verbreitetsten Radiusarten, wie man das benutzen kann, das ist MSChub V2. Das ist ein Standard von Windows. Der ist standardmäßig auch an in FreeRadios. Um den aber benutzen zu können, brauchen wir Samba dahinter. Das heißt, wir müssen Useflag setzen. Wie auch immer, für euch dürfte das kein Problem sein. Ich habe es jetzt hier behoben und damit dürfte der starten. Hier geht das Ding, wie es aussieht, auf jeden Fall an. Das heißt, wir können schon mal starten. Dann testen wir auch mal, ob es funktioniert. Und das können wir relativ einfach machen, indem wir sagen RAD-Test für Radius-Test. Dann der Benutzername war Steve. Passwort Testing 123. Dann sagen wir hier als Ziel 127001, also der lokale Host. 10 müsste ich jetzt gucken, wofür das ist. Und am Ende das Passwort Testing 123. Und wenn wir das abfeuern, dann sehen wir, oben passiert was, unten passiert was. Wir sehen hier nochmal die ganzen Daten. Also Benutzername, Passwort, die IP-Adresse, von wo aus die Anfrage kam. Aber das Wichtigste hier unten, Received Access Accept. Also er hat das Ganze angenommen. Ja, mein Accept. So hatte das jetzt also funktioniert. Steve mit dem Passwort Testing und Testing 123 ist ja dieses Passwort, das wir mit Radius überhaupt reden dürfen. Wenn wir jetzt hingegen hingehen und der Steve tippt ein falsches Passwort ein, zum Beispiel Testing 3, dann sehen wir, dann kommt das hier, Received Access Reject, also bitte nicht anmelden lassen, das geht so nicht. Klingt schon mal gut, ich würde mal sagen, damit funktioniert alles. Als nächstes müssen wir dann jetzt anfangen und müssen Dinge tun. Zum einen können wir natürlich hingehen und in der User-Datei hier mehr User anlegen, das heißt neben Steve haben wir jetzt auch noch Bob und der hat das Cleartext Password. Still testing. Und jetzt kann auch der sich dann anmelden, wenn wir entsprechenden Reload machen. Was aber für uns wichtiger ist, wenn wir das jetzt nicht nur mit dem Testing machen wollen, das ist die Datei Clients, beziehungsweise Clients.conf. Da haben wir aktuell ja lediglich einen Client Localhost mit der IP-Adresse 127001 und wir hatten ja irgendwo das Passwort Testing 123. Das ist der Standard, der schon drin ist. Wir brauchen aber mehr Clients. Was ist jetzt ein Client? Ein Client ist erstmal alles, was mit dem Radius redet. Das heißt, wenn wir einen Switch haben, der Ethernet-Ports für Nutzer freischalten soll, dann ist dieser Switch der Client. Wenn wir ein WLAN-System haben mit Access Points, dann ist der Access Point ja derjenige, der die Anfrage vom Nutzer weiterleitet, also der Access Point ist der Client. Ich werde hier, wie gesagt, für Ethernet und für WLAN einrichten. Ich fange jetzt mal an mit dem Ethernet. Und um das zu machen, müssen wir jetzt hier unten drunter irgendwo ein neues Ding hinmachen. Und das habe ich mir hier unten drunter kopiert. Client Switch HPE Test mit der IP-Adresse vom Switch. In dem Fall hier die IPv4, geht natürlich auch IPv6. Und auch hier müssen wir ein Passwort vergeben. Im Prinzip kann jedes Gerät ein eigenes Passwort haben, sodass jeder Switch da was eigenes hat. Ich bleibe jetzt hier mal bei Testing 123, da muss ich nicht ständig da gedanklich umschalten. Das ist für mich einfacher. So, wenn wir den Client angelegt haben, sind wir soweit fertig. Wenn wir jetzt hier einen Reload machen, also den Prozess nochmal neu starten, ich weiß nicht, ob es in Betrieb geht, aber ein Reload ist eigentlich immer die bessere Variante. Dann haben wir dem jetzt beigebracht, dass dieser Switch, den ich hier habe, mit dem Radioserver reden darf. Und wenn er mit dem Radioserver reden darf, dann hat er natürlich auch die Möglichkeit, die ganzen Benutzer, die wir angelegt haben, da zu authentifizieren. Wenn wir das machen wollen, da brauchen wir dann ein bisschen mehr Hardware. So die üblichen Switche, die können das nicht. Ihr braucht mindestens mal einen Managed Switch und der muss dieses 802.1x auch unterstützen. Ich mache das Ganze hier auf einem HP ProCurve, einen relativ alten, aber das sollte noch funktionieren. Auf Cisco-Geräten wird es ähnlich aussehen, wenn ihr einen anderen Hersteller habt. Einfach mal gucken, also zumindest im Enterprise-Bereich sollte das überall verfügbar sein. Wenn ihr lieber bastelt, ich gehe sehr stark davon aus, dass OpenWRT-Geräte das auch machen können. Allerdings habe ich jetzt so auf die Schnelle keine Anleitung gefunden. Wenn ihr da mehr Infos habt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Das ist bestimmt für den einen oder anderen auch interessant. Ich würde sagen, wir verbinden uns hier erstmal zum Switch und dann gucken wir, was wir da an Möglichkeiten haben.
Configure Terminal. Also Radio Server, dann Host, die IP-Adresse vom Server, dann den Port, den brauchen wir denke ich nicht zu ändern, aber den Key, den müssen wir ändern. Zwar Testing 123. Okay, hat er angenommen, das klingt auch schon mal gut. Und jetzt geht's um den AAA. Nein, kein Versprecher und euer Stream hängt auch nicht. AAA, das ist gute Frage. Authentication, Accounting und Access oder sowas. Ich müsste nachgucken. Das ist jedenfalls die Sachen, die wir haben wollen. Und wir wollen Authentication. Worüber wollen wir das Ganze machen? Wir wollen es über Port Access machen. Und das Protokoll, was wir nutzen wollen, das ist entweder EAP-Radius oder CHAP-Radius. Ich würde sagen, wir holen EAP-Radius. Das klingt richtig. Dann müssen wir noch festlegen, wer soll denn hier betroffen sein. Port Access, Authenticator und wir wollen die Ports, sagen wir mal, wir machen die Ports 13 bis 16, die wir hier sichern. Und last but not least, das Ganze auf Active. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Show Radius, okay, der ist da. Authentication Statistics können wir auch hier sehen. Dann suche ich mir mal ein Gerät, welches ein Netzwerk hat. Und wenn ich das habe, stecke ich den mal in die 16 ein. War ja 16, glaube ich, dabei. 13 bis 16 irgendwo rein. Und dann gucken wir mal, wie der PC darauf reagiert und was der Switch so da macht. Und ich habe hier ein Kabel auf Port 20 in der Hand, also einer, der nicht gesichert ist. Und wenn ich den einstecke, dann sieht das ungefähr hier so aus. Wenn wir hier gucken, wir haben auch entsprechend eine IP-Adresse bekommen. Und wir können natürlich in Richtung Internet auch pingen. Okay, das ist ein normaler Port. Jetzt haben wir ja die Ports 13 bis 16 oder was es waren. Die sollten ja anders sein. Probieren wir das doch mal. Gucken wir mal, was passiert. Ich stecke mal um. Und nu? Naja, wir haben jetzt Netzwerkidentifizierung, aber mehr passiert nicht. Wir kriegen offenbar keine IP-Adresse, keinen Internetzugriff, nichts. Um jetzt damit zu arbeiten, ist eigentlich nur die Eingabe von Benutzername und Kennwort notwendig, aber wir alle kennen ja Microsoft, das klappt vorn und hinten nicht. Namentlich, sie haben die Funktion mehr oder weniger sehr gut versteckt und standardmäßig ausgeschaltet, deswegen müssen wir erstmal unter Dienste gucken. Und da suchen wir die automatische Konfiguration für verkabelte Netzwerke. Der ist hier manuell, das hilft uns nicht viel, den müssen wir automatisch starten. Einmal übernehmen, starten. Und das war's. Jetzt ist das schon mal erledigt. Jetzt können wir in die Adapteroption, diese Netzwerkverbindungen, Rechtsklick Eigenschaften. Und was wir jetzt neu haben, was vorher nämlich nicht da ist, ist der Tab Authentifizierung. IEE-Authentifizierung aktivieren, PAP, klingt doch alles okay. Wenn wir jetzt einstellen, dann sehen wir hier Authentifizierungsversuch. Und ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass er fragt, tut er nicht, dann machen wir es pendig. In die Eigenschaften Authentifizierung, zusätzliche Einstellungen, den Modus angeben. Und wir machen hier eine Benutzerauthentifizierung mit den Anmeldeinformationen, die wir eingeben, nämlich Steve und Testing. Okay, Authentifizierungsversuch läuft. Und die Identität kann nicht geprüft werden, das ist jetzt wieder der Fingerabdruck. Yep, kommt hin. Und jetzt sind wir hier aktiv und verbunden. Dauert einen kleinen Moment. Schon haben wir auch Internet und jetzt können wir uns auch hier, selbst wenn wir das WLAN deaktivieren, wieder damit beschäftigen, ins Internet rauszupingen, was halt ohne Authentifizierung nicht möglich war. Und wie sieht das unter Linux aus? Na, gucken wir uns das auch hier einfach mal an. Wir haben hier unten, wie wir gerade sehen können, eine WLAN-Verbindung und ich stecke jetzt einfach mal ein LAN-Kabel rein, was an einen von den 802.1x-Ports geht. Sehen, fängt jetzt an. Das braucht natürlich immer etwas, bis dass er die Geschwindigkeit ausgehandelt hat, DHCP gemacht hat und so weiter. Aber hier können wir warten, solange wie wir wollen. Da passiert einfach nichts. Das heißt, wenn wir hier den Network Manager benutzen, müssen wir ein bisschen was einstellen. Dafür Rechtsklick auf das Symbol, dann Edit Connections. Und dann je nachdem, ob ihr dauerhaft damit arbeitet oder nicht, könnt ihr entweder das Wired Connection 1 bearbeiten oder neues hinzufügen. Das mache ich jetzt. Ich möchte neues Ethernet. Können hier jede Menge Zeug einstellen. Ich mache jetzt einfach mal hier HPE Test als Name. Und im Prinzip können wir alles so lassen, wie es ist. Nur auf 802.1x Security müssen wir gehen. Hier müssen wir das Ganze einstellen. Haben verschiedenste Sachen zur Auswahl, womit wir uns hier
anmelden können. Protected ERP ist wahrscheinlich das, was am sinnvollsten ist. Hier unten geben wir unsere Zugangsdaten ein, also Steve und Testing. Allerdings, was wir nicht machen können, das ist jetzt das Ganze hier so benutzen, denn hier kommen wieder diese Zertifikate zum Spiel. Ihr habt ja eben gesehen, Windows hat ja so einen Fingerabdruck angezeigt. Das ist quasi ein Zertifikat, was nachweist, ja, das ist wirklich das richtige Netzwerk. Warum macht man das? Naja, es könnte ja jemand anders hingehen und einfach sagen, hier, ich bin der Netzwerk, gib mal bitte deinen Benutzername und Kennwort und ihr schickt es dann einfach rüber. Ist eventuell nicht so klug. Bei Netzwerk ist es jetzt nicht ganz so ein Problem, aber spätestens wenn wir von WLAN reden, naja, da ist meistens Autoconnect an und wenn einer am Flughafen dann mal rausbrüllt, hallo, ich bin dein Heimnetz, dann sagt euer Laptop im Zweifelsfall, jo, hier ist mein Passwort. Ist schlecht. Unter Windows wird das Ganze so gelöst, dass beim ersten Verbinden eher nachfragt, hier, das ist das Zertifikat, möchtest du das haben? Wenn man da ja sagt, dann behält er das für die nächsten Male drin. Und nur wenn es sich ändert, dann gibt es eine Meldung, hier stimmt irgendwas nicht, da ist ein neuer Fingerabdruck, ist das so richtig? Da sollte man natürlich nur sagen, ja, ist richtig, wenn man wirklich im richtigen Netzwerk ist, weiß, dass sich was geändert hat und das auch erwartet. Der Network Manager kann das leider nicht, finde ich ein etwas schade, weil es doch meistens der komfortablere Weg ist, beim ersten Mal einfach zu sagen, ja, das Zertifikat ist okay. Hier müssen wir tatsächlich das Zertifikat als Datei angeben. Ich habe jedenfalls noch keine andere Möglichkeit gefunden. Das heißt, dafür müssen wir natürlich erstmal das Zertifikat haben. Wie man an das Zertifikat rankommt, das ist je nach Distribution ein bisschen unterschiedlich. Üblicherweise gibt es in eurem Radius Konfigurationsverzeichnis ein Unterverzeichnis mit dem Namen Certs und da werden meistens bei der Installation schon welche hier euch generiert. Ich selbst bin hingegangen und habe hier die Server CNF und die ganzen anderen Konfigurationsdateien hier angepasst und dann kann man mit Bootstrap da sich selber Zertifikate machen. Das ist auch hier in README nochmal genauer erklärt. Könnt ihr auch machen, es sollte aber auch mit den Originalzertifikaten gehen. In dem Fall haltet mal Ausschau, ob ihr eine CA.CRT oder PEM habt. Wenn die nicht da ist, müsste auch die Server CRT bzw. Server PEM funktionieren. Diese CA-PEM, die könnt ihr euch dann rüber kopieren auf eurem Client oder es ist einfach nur Text, kann man auch gerade kopieren und einfügen in der Textdatei. Ich habe das Ganze hier schon mal rüber kopiert, das heißt, ich kann jetzt hier sagen Select from File, wähle die CA-Datei aus und jetzt sollte das eigentlich alles so passen. Der Rest, DHCP, das passt und jetzt sollte man eigentlich auf OK klicken. Leider Network Manager nicht für kleine Auflösungen geeignet. Immer etwas nervig hier das Dinge. Aber das kommt halt davon, wenn man GUIs benutzt. So, jetzt steht das Neue hier drin. Und wir sehen hier unten schon, er hat es sogar tatsächlich automatisch erkannt. HPE Test Active. Und wenn wir mal gucken, das Device hier. Yep, wir haben eine IP-Adresse aus diesem Netz bekommen. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Und ja, natürlich geht dann auch darüber Ping. Also zumindest, wenn man die Berechtigung hätte. Passt schon. So, Switch, der das kann, ist toll, aber ich denke, für die meisten interessanter ist WLAN, weil WLAN wahrscheinlich ein bisschen verbreiteter ist als so große Managed-Switche. Das geht prinzipiell ähnlich. Auch hier müssen wir einen neuen Client anlegen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte das hier mit meinem UniFi-System machen. Da sind verschiedene Access Points dann drin. Und da die Access Points hier die Authentifizierung machen, müssen wir hier drin für jeden Access Point einen solchen Eintrag, Client-Eintrag anlegen. Das heißt, ich gehe zum Beispiel hin und sage hier der 1.2 Flur, der hat die IP-Adresse sowieso und der hat das Secret Testing 1.2.3 in dem Fall wieder. Und diesen Abschnitt hier, den muss ich für jeden Access Point wiederholen, sodass die IP-Adressen da drin sind. Alternativ kann man hier auch IP-Ranges freigeben. Das geht im Prinzip auch, wenn ihr da ein bisschen sinnvoll euer Netz gestaltet habt. Kann ein bisschen Tipparbeit sparen. Hier unten sehen wir ja auch so ein Beispiel dafür. Wichtige Sache, bei Ubiquiti zumindest muss überall dasselbe Passwort drin sein für jeden Access Point. Denn die nutzen ja eine zentrale Konfiguration und entsprechend auch überall das gleiche Passwort. Auch das speichern wir wieder, machen einen Neustart und dann gehen wir zur WLAN-Konfiguration. Die sieht so aus, dass wir uns hier bei dem Manager einloggen, auf Einstellungen oder Settings, dann die Wireless Networks. Und hier müssen wir ein neues Wireless Network erstellen. Da vergeben wir dann wie üblich einen WLAN-Namen, also die SSID. Enable und was wir jetzt wählen, ist die Security nicht WPA Personal, sondern WPA Enterprise. Und was wir dann machen müssen, ist ein Radiusprofil auswählen, was wir noch nicht haben.
Also Create New Radius Profile. Namen hier vergeben. Das ist natürlich wie immer Freitext. Wir können im Prinzip über Radius auch sagen, welcher Client in welches VLAN reinkommen soll. Das werde ich jetzt hier nicht tun. Technisch machbar ist es. Für uns interessant ist erstmal der Out-Server. Da müssen wir die IP-Adresse vom Server eintragen, von unserem FreeRadius. Port 1812 stimmt schon. Und das Passwort bzw. Shared Secret, das ist unser Testing 123. Also das, womit der Access Point am Ende mit dem FreeRadius-Server redet. Wir können auch noch Accounting einschalten, wenn wir das konfiguriert haben. Damit können wir dann so Traffic-Abrechnungen und so weiter machen. Brauche ich hier nicht, lassen wir entsprechend leer. Die anderen Optionen, Hotspot 2.0, da kann man sich irgendwie so mit SIM-Karten und Roaming und so weiter quasi wie ein Handynetz basteln. Guest Policies brauche ich auch nicht. Und die erweiterten Optionen, das ist im Prinzip dasselbe, was ihr bei den normalen WLANs auch habt. Könnt ihr da passend euch noch konfigurieren. Das war's dann schon. Wenn wir das Ganze speichern, gegebenenfalls halt in Gruppen zuweisen, je nachdem wie euer Ding aussieht, dann sollte das automatisch auf die einzelnen WLAN Access Points bei euch verteilt werden. Wir sehen hier auch schon direkt den Unterschied. Die anderen WLANs hier, das ist WPA PSK, also dieser Pre-Shared Key. Hier haben wir WPA EAP, Extensible Authentication Protocol, glaube ich. Das ist also dieses erweiterte Sicherheitsgedönse. So, und nun probieren wir es hier einfach mal auf einem Windows-Client. Dazu gehen wir hier unten auf das Icon, suchen uns das passende WLAN aus und machen mal Verbinden. Dann gucken wir mal, was passiert. Er möchte gerne einen Benutzername und ein Kennwort. Das klingt doch schon mal gut. Machen wir mal auf die Tastatur gehauen und auf die Tastatur gehauen. Und wir sehen hier, da hat er auf jeden Fall etwas gemacht. Verbindung weiterherstellen. Wenn Sie Antwerp Radio hier erwarten. Ja, das klingt richtig. Andernfalls ein anderes Netzwerk. Okay. Aber wir können die Zertifikatdetails uns anzeigen. Machen wir mal verbinden. Und jetzt müsste er eigentlich sagen, nö. Keine Verbindung mit diesem Netzwerk möglich. Das kommt ja auch hin. Denn wir haben den falschen Namen eingetragen. Gucken wir mal hier gerade. Type reject. Das klingt auch so. Versuchen wir das nochmal. Testradius, verbinden. Machen diesmal gültige Daten, das heißt Steve und Testing. War doch Steve, oder? Ich denke schon. Verbinden. Und tada, wir sind verbunden. Und so können wir uns dann jetzt hier entsprechend einloggen und separat User und Passwörter machen. Wenn wir Linux als WLAN-Client nutzen wollen, dann ist das ein bisschen komplizierter. Aber gucken wir erstmal, was passiert. Wir gehen einfach mal rein. Und welche Überraschung, wir finden noch unser Netzwerk. Wenn wir das aber anklicken, dann kommt das hier. Wir haben erstmal hier WPA2 Enterprise, hat er erkannt. Der Rest sollte auch soweit passen. Und hier unten ist das Wichtige für uns, Benutzername Kennwort. Ja, die kennen wir ja. Das ist die von Testing. Und auch hier geht es leider nur dann weiter, wenn man die Zertifikatsdatei aus einer anderen Quelle schon bekommen hat und die hier auswählen kann. Ich habe es wie eben auch schon rüber kopiert und entsprechend kann ich dann hier die CA auswählen und auch hier auf Verbinden klicken. So, nun haben wir also gesehen, wir können mit 802.1x da sowohl verkabelte als auch WLAN-basierte Verbindungen absichern. Jeder hat seinen eigenen Benutzernamen, sein eigenes Passwort. Wir können Benutzer sperren, wir können Benutzer anlegen. Das macht das Ganze schon mal ein bisschen angenehmer. Primär natürlich für Firmen, allerdings kann es auch privat irgendwie Sinn machen, wenn man irgendwie einem Kumpel da mal kurz Zugriff geben möchte aufs Netz und danach wieder rauslöschen möchte. Dann ist das einfacher, als überall danach das WLAN-Kennwort ändern zu müssen. Ja, ich denke, es war auch zu sehen, da ist noch deutlich mehr möglich, als nur hier Anmeldedaten zu machen, wie ich das hier jetzt gerade gezeigt habe. Man kann damit, wie wir eben gesehen haben, VLANs direkt zuweisen, je nachdem, wer sich einloggt. Wir können Accounting machen, das heißt also auch solche Späße wie Traffic-Abrechnung pro Benutzer machen, wenn das für euch ein Thema ist. Auch gibt es Möglichkeiten, dass man gar nicht mit Benutzername Kennwort arbeitet, sondern mit Zertifikaten oder MAC-Adressen. MAC-Adressen zum Beispiel für Geräte, die das 802.1x nicht können. Zertifikate ist zum Beispiel ein klassischer Anwendungsfall, wenn ihr unter Windows arbeitet mit einem Active Directory. Hat jeder PC ein Zertifikat, könnt ihr dafür sorgen, dass an eure Netzwerkdosen oder euer WLAN nur die Geräte rankommen, die auch bei euch im Netz registriert sind. Und die melden sich dann automatisch an. Ist auch eine Möglichkeit.
Was Free Radios angeht, da gibt es auch jede Menge andere Sachen, die man benutzen kann. Ich habe jetzt ja einfach nur eine Textdatei gehabt. Man kann genauso gut eine SQL-Datenbank da hinten dranhängen. Man kann das mit einem LDAP oder Active Directory oder whatever kombinieren, was dann natürlich auch wesentlich mehr Sachen eröffnet. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel ein Webinterface machen, wo man dann Nutzer anlegen kann und so weiter und so fort. Und man kann natürlich auch andere Radioserver benutzen. Windows habe ich ja schon erwähnt. Bei UniFi, die Security Gateways, diese Firewalls, haben es auch mit integriert. Manche NAS-Systeme, die haben ebenfalls einen Radioserver, den man recht einfach einstellen kann. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man so ein System aufbauen kann. Da müsst ihr einfach mal gucken, was habt ihr überhaupt für Anforderungen, was ist für euch am angenehmsten zu verwalten. Am Ende kommt es aber auf selbe hinaus. Man hat ein wunderschönes System, womit man einzelne Benutzer hat. Man kann das Ding wesentlich granularer verwalten und so das Netzwerk bedeutend sicherer machen, weil halt nicht einfach mal jeder sich einstöpseln kann oder bei WPA PSK ein einziges Passwort für alle Geräte hat. Ist natürlich einmal Arbeit, sowas einzurichten, aber wie wir gesehen haben, es ist machbar und tut am Ende, was es soll.